Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Rundgangsvideo mit eurem Chronostarf. Es ist mal wieder soweit, heute die SS Scotland. Ich hatte vor ein paar Tagen schon mal einen Rundgang zur Scotland Release, den habe ich wieder offline genommen, weil es da leichte Probleme mit Niederschlag gab. Und ja, ich momentan interimsmäßig auf diesem Headset-Mikrofon hier agiere und sich da aber auch irgendwie die Lautstärke immer wieder verstellt und dann ist der Regen verhältnismäßig sehr laut, also schon wirklich übermäßig laut. Und dann habe ich gesagt, ich mache einfach nochmal einen neuen Rundgang und wir gucken, dass wir einfach sportlich durchgehen. Ich wollte auf jeden Fall zu diesem Schiff auch mal einen Rundgang machen, einfach weil es was Besonderes ist. Und ich wollte einfach ein bisschen was dazu sagen, was ich mir so gedacht habe. Das ist eine Eigenkonstruktion, kann man vielleicht zuerst mal sagen. Es ist ein Umbau meiner alten Olympic, und zwar der Olympic 1931 oder 33, ich glaube 33 war es, 1933er Version. Und es ist sozusagen eine Art imaginäre Weiterverwendung der alten Olympic für in dem Fall... Ja, meine New Red Star Line, die natürlich jetzt auch nicht historisch ist. Es gab ja damals schon eine Red Star Line, also man sollte sich jetzt hier wirklich keine Mühe machen, dieses Schiff historisch einzuordnen. Himmels Willen, wir sind hier im Eigenkonstruktionssektor, Custom-Sektor und da sollte man manchmal vielleicht auch die Schiffe einfach für sich stehen lassen. Man kann versuchen, das Ganze historisch einzuordnen, aber das wird hier nicht gelingen. Und bei der Balearic, die quasi dann auch noch kommen wird als Rundgang, die ist ja auch schon released. Die ist dann quasi ein Umbau von der ehemaligen Titanic, die da jetzt quasi auch außer Dienst geht, weil ich bin ja gerade eine neue Olympic-Klasse am Bauen. Und da kann man sich dann spätestens völlig verkneifen, irgendeinen historischen Kontext zu finden. Da gibt es keinen. Es gibt kein Szenario, in dem eine Titanic umgebaut wird. Nein. Und deswegen nehmen wir die Schiffe einfach, wie sie kommen und machen uns da nicht zu viele Gedanken drüber. Und ja, ihr werdet auch in manchen Designs natürlich sehen, dass ich da... mir einfach ein bisschen was ausgedacht habe, was aber vielleicht nicht so extrem in die Zeit passt. Angesetzt ist das Ding so späte 20er, Anfang 30er, so vom Stil her. Das heißt, ich habe das Ding hier also weiterhin für Liniendienst hergerichtet, eher auch für längere Routen, Australien-Route etc. pp. Also dann teilweise auch mit Belüftungssystemen hier und da eben. Und man sieht es eben auch teilweise an Einrichtungen wie einem kleinen Pool, also einem wirklich sehr kleinen Pool, der hinten für die Touristenklasse hergerichtet wurde. Aber sonst kann man es auch, ja gut, an einem Sonnendeck erkennen, wo eben viele Liegestühle stehen. Man hat viele Plattformen, wo man sich einfach wirklich mal in die Sonne legen kann. Auch hier oben gibt es zusätzliche Aufbauten. Generell hat das Schiff eben seinen klassischen Look so ein bisschen verloren. Das heißt, wir haben die vier Schornsteine hier gekappt und stattdessen habe ich noch ein Deck oben raufgepackt auf das Schiff. Man sieht das auch hier vorne an der Brücke. Und da kann man nämlich sehen, dass die Brücke ein Deck höher sitzt. Und diese Aufbauten hier oben sind eben primär dazu da, um die verschiedenen Schornsteinschächte, die ja immer noch existieren, dann zu verbinden. Also zum Beispiel Schornsteinschacht 2, der quasi hier ungefähr verortet ist, zu verbinden mit Schornsteinschacht 1, der ungefähr da irgendwo ist. Und das Ganze dann abzuführen in diesen riesen Schornstein hier. Ja, also zwei Hauptschornsteine sind hier eingerichtet worden mit diesen Zuläufen zu den eigentlichen Uptakes. Und diese Hauptschornsteine sollen eben auch so ein bisschen moderneren Look vermitteln. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Schriftzug. Da haben wir ihn, Scotland. Auf dem Render ist da wieder Kürbis, ich weiß. Das ist nicht zu vermeiden. Die Köpfe werden leider in 3D-Programmen nicht ordnungsgemäß dargestellt. Und ja, ganz hier hinten, da hat man einfach dann auch einen Schornstein noch weggelassen. Das war ja mal die Attrappe, ne? Da habe ich einfach dann so einen Zugang hingelegt zum Turbinenschacht, über dem sich ja der Schornstein ursprünglich befunden hat. Und da hat man hier den restlichen Platz genutzt, um noch einen kleinen Pool einzubauen. Was haben wir noch? An für sich natürlich auch mehr Rettungsboote. Also das ist ja eigentlich schon die Krankonfiguration noch von der Olympic. Hier habe ich natürlich mehr reingehängt, ist klar. Ich habe dann aber extra für diese zusätzlichen Aufbauten über der Lounge hier extra Rettungsboote auch weggelassen, damit hier die Fenster nicht kompromittiert werden, damit man hier noch gescheit rausgucken kann. Dass da einfach nicht die Rettungsboote den Weg versperren, weil sonst machen diese Fenster keinen Sinn. Man sieht schon, das ist einfach nur die Grundform der Lounge nach oben gezogen. Einfach nur noch mal was drauf, um dann noch einen zusätzlichen Raum zu generieren. Dazu kommen wir dann noch. Ich möchte jetzt zunächst erstmal mit euch über das Exterieur drüber gehen und darüber reden. Ansonsten eine ganze Menge Deckspiele, die man hier sehen kann. Man hat hier auch wieder diese klassischen Rettungsflöße, die ich schon bei der Heroic und bei anderen Tyrannic-Klasse-Schiffen eingesetzt habe.
Das ist einfach der Klassiker. Damit kann man nochmal zusätzlich Treibgut generieren, wenn das Schiff untergeht. Und falls man dann kein Rettungsboot erwischt und im Wasser treibt, dann kann man sich quasi auf eins dieser Flüsse retten. Das ist eigentlich ja vom Konzept her von der HMHS Britannic übernommen. Fand ich ganz nett. Kann man gut machen. Warum nicht? Ansonsten natürlich sieht man hier auch ganz klare Olympic-Klasse-Strukturen. Ich meine, es ist die ehemalige Olympic. Das ist jetzt klar, dass wir hier kein komplett neues Schiff vorfinden werden. Auch wenn wir dann tiefer ins Schiff reingehen. Es ist ein Umbau. Auch diese Brücke, die die Olympic dann nach dem Ersten Weltkrieg hatte, die ist hier immer noch da. Was wir aber jetzt hier auch sehen können, ist, dass es mehr Treppen gibt. Ich bin mir momentan gar nicht sicher, ob das noch von der Olympic kommt, dass die da später so Treppen hat. Ich weiß, dass die HMT Olympic auch eine ganze Menge mehr Treppen hatte, weil sich die Soldaten ja gut bewegen mussten im Gefechtsfall. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich diese Treppen hier zusätzlich gebaut habe. Ich glaube fast nicht, aber ich kann mich auch irren. Ich weiß, dass ich bei der Balearic hier noch mehr Treppen habe, weil das ja ein ziemliches Einklassenschiff ist. Aber dazu wirklich dann im Rundgang der Balearic mehr. Das müssen wir jetzt nicht machen. Sonst, ja, vom Exterieur her eigentlich nicht mehr viel zu erklären. Da kann man sich sehr viel dann noch dazu denken. Da kann man auch nicht mehr viel sagen, weil der Rest ist einfach technisch bedingt. Ich habe ja schon erklärt, was ich hier bezwecken wollte. Wir haben natürlich eine komplett neue Brücke hier oben drauf. Hier unten haben wir immer noch das Wheelhouse, das ist als eine Art Lounge fungiert. Für die Crew, also als eine Art Verbindungsbereich. Und hier oben haben wir dann eben einen Zugang zu dem Brückenbereich mit Navigation Room. Ja, Hydrofon, also moderne Einrichtungen für die Zeit auch. Natürlich absolutes Muss, ein Store und natürlich aber auch die Kommandobrücke selber, die quasi Wheelhouse und Brücke in einem ist. Also da haben wir auch nur noch letztendlich ein Steuerrad, das genügt, ein Kompass. Und hier haben wir einfach noch einen Tisch, wo man sich dann ein bisschen mit einer Karte mal ausbreiten kann, falls man was nachgucken muss. Die Telemotoren gibt es natürlich auch noch alle. Und hier draußen kann man natürlich auch noch rumlaufen, gucken, wohin man fährt, ne? Also letztendlich seine nautischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Hier haben wir noch Nebelscheinwerfer. Falls also doch mal was beleuchtet werden muss auf dem Brückennox, können Nebelscheinwerfer eingesetzt werden. Dann haben wir hier auch noch diese netten Motorboote vorne drin hängen. Das Interessante ist, dass das quasi prinzipiell die Motorboote der alten Helgoland sind, die bei mir quasi auf der Kronos Corp auseinandergenommen wird. Ja, das ist ja immer so ein bisschen, ich habe das ja in der Vergangenheit schon erwähnt, dass manche Schiffe bei uns einfach auch fast schon medienwirksam und demonstrativ abgewrackt werden. Das ist also quasi gleichzusetzen mit, für dieses Schiff gibt es in Zukunft keinen Support mehr, das ist dann weg, das ist nicht mehr in unserem Kader drin, damit werden wir auch nichts mehr machen, das nennen wir Abwracken. Und die Helgoland habe ich eben jetzt auch ausgemustert, weil die einfach zu alt war, das war ja früher mal der erste Imperator von LPH und dann meine Berengaria, aber irgendwann habe ich das an Linz dann wieder zurückgegeben, der hat dann selber noch eine Berengaria gemacht. Dann habe ich das einfach zur Bavaria umgebaut. Die alten Hasen werden sich vielleicht erinnern. Und dann zu Helgoland. Und die Helgoland ist jetzt eben auch weg. Und diese Motorboote habe ich dann eben von der Helgoland übernommen. Jetzt natürlich auf die Scotland umgemünzt. Heimathafen London. Ja, finde ich eigentlich ganz nett, wenn man mal so ein bisschen Background-Knowledge noch kriegt. Weil als Außenstehender, da weiß man das ja nicht. Und das ist vielleicht noch ganz nett, einfach um dieses Lore auch um unsere Schiffe noch ein bisschen zu erweitern. Was man hier auch sieht, demonstrative Dachkuppeln. Ich meine, die Kuppel hier vorne, die kennen wir noch. Das ist die erste Klasse Treppenhauskuppel. Die ist jetzt nämlich ein Deck höher. Das heißt, es gibt jetzt hier mehr Hohlraum. Trotzdem noch die gleiche Glaskuppel beim erste Klasse Treppenhaus. Mit dem kleinen Hinweis, bitte nicht draufklettern. Muss man hier dazu sagen, weil hier sind Passagiere unterwegs. Und hier gibt es natürlich auch nochmal eine weitere Kuppel, was natürlich für späte 20er, Anfang 30er eher untypisch ist. Also Schiffe wie zum Beispiel auch die Rex oder die Bremen haben eigentlich keine Dachkuppel mehr gezeigt. Das hat man nicht mehr gemacht. Aber ich bin ein Fan von Dachkuppeln, deswegen habe ich das gemacht. Also die anderen Kuppeln, die hier noch sind, die sind sowieso schon da gewesen. Und diese Kuppel fand ich einfach nett, weil hier unten nämlich so ein Nachtclub drin ist und ein zentraler Dancefloor. Wir können hier ganz kurz mal reingehen. Und da hat man halt diese Kuppel hier drüber. Und ich finde das einfach nett, dann ist alles lichtdurchflutet und mir würde die Kuppel hier fehlen. Man ist ja auch direkt an dem Platz an der Sonne, am höchsten Punkt im Schiff. Praktisch, wenn man jetzt nicht gerade auf dem Schornstein drauf sitzt oder auf dem Masten. Und da gehört für mich einfach eine Kuppel dazu. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum man in den 30ern keine Kuppeln mehr gemacht hat. Ja, man wollte da ein bisschen moderner wirken und sowas, aber ich finde Kuppeln nett. Wenn man sie richtig einsetzt, wenn man sie nicht komplett übertreibt und so, dann finde ich Kuppeln ganz gemütlich und nett. Ja, sonst zum Exterieur, denke ich, gibt es nicht mehr viel und deshalb wäre mein Vorschlag jetzt auch, mein Konzept für dieses Video, ist ja nicht so, dass ich jetzt hier eine Abstimmung laufen lassen würde, wie wir es machen, sondern wir werden es in dem Video jetzt so machen, dass ich das wahrscheinlich hier klassenweise abgehe. Wir werden also sehen, dass es eine Cabin Class gibt,
eine Tourist Class und eine dritte Klasse und dann werden wir uns diese Klassen einzeln zu Gemüte führen. Da wären wir also schon beim Cabin Entrance. Jetzt geht es also direkt in die Cabin Class. Das ist letztendlich einfach die ex-erste Klasse. Ist einfach jetzt moderner formuliert worden von mir. Und wie wir hier sehen können, wurde natürlich in diesem Treppenhaus einiges gemacht. Wir haben immer noch diesen klassischen Olympic-Boden von später. Den habe ich nicht verändert, aber ich habe neue Teppiche reingelegt. Ja gut, das ist jetzt nicht der Hauptunterschied. Es gibt natürlich jetzt hier einfach eine grau gestrichene Täfelung. Das heißt, die Täfelung grau gestrichen mit zusätzlichen Art-Deko-Elementen aus Messing und mit so ein paar Verzierungen, einfach um Art-Deko anzumerken. Dann hier natürlich auch mit Spiegeln gearbeitet und Wandbeleuchtung, also ein bisschen Queen Mary-like. Hier sind also in diesem Schiff Eindrücke verbaut worden aus der Queen Mary, aus der Normandie ein bisschen. Ja, und auch ein bisschen so einfach was ich mir selber hergeleitet habe, selber gedacht habe. Hier auch wieder meine Sparmaßnahmen, was Entities betrifft. Ich möchte ja ungern Uhren verwenden, weil die muss man dann irgendwie nachtragen. Im Eminent Editor kriege ich die Uhren leider nicht rüber. Momentan, da gibt es immer noch ein Problem mit Entities. Und Uhren in Rahmen sind halt Entities. Und ein Kopf, der eine Uhr darstellt, der war mir hier zu fett. Der steht zu weit raus, deswegen habe ich das halt jetzt so gemacht. Also das soll immer noch eine Uhr sein. Ja, kann man jetzt auch eine Uhr hinpappen. Muss ich mal gucken, wie ich das in Zukunft am besten mache. Ansonsten hier das Landing hier oben, beziehungsweise diese Verbindung durchbrochen. Ähnlich wie in der Britannic auch. Um hier einfach mehr Luft zu schaffen, mehr Platz. Luxus ist Raum, das wissen wir von der Hapag. Und ja, dann hat man hier auch noch so einen großen Spiegel einfach. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz neue Erfahrung. Was auch rausgeflogen ist hier, die Engelsstatue. Generell ist das ganze Treppenhaus also moderner gehalten. Umdesignt, mit Lampen verziert, Art-Deko-Verzierungen, einfach alles ein bisschen moderner gehalten. Auch die ganzen Möbel ausgetauscht. Und ja, wir wollen uns jetzt mal darum kümmern, was die erste Klasse hier so zu bieten hat. Ich weiß nicht, ob wir uns hier die Crew ansehen müssen. Ich denke, ihr könnt da auch selber ein bisschen rein. Ich meine, ja, es ist hier ein Rundgang. Wir wollen uns da eigentlich mal ein bisschen detaillierter damit beschäftigen. Kommt drauf an, wie lange wir jetzt hier in den Klassen brauchen. Vielleicht machen wir dann zum Schluss auch nochmal einen kleinen Abstecher in die Crew, um zu gucken, ob sich da was getan hat. Aber ich will gleich mal spoilern. Da hat sich jetzt nicht so extrem viel getan. Also hier und da ist natürlich ein bisschen modernisiert worden. Die Kabinen wurden vielleicht mit ein paar kleinen Accessoires aufgewertet. Aber es ist nicht so, dass das jetzt entkernt ist und komplett neu eingerichtet ist. Also ihr werdet in der Crew jetzt nicht massenhaft neue Sachen vorfinden. Das ist immer noch die Crew der Olympic. Und von daher müssen wir da, glaube ich, jetzt nicht zwingend durchgehen. Wenn das Schiff eine komplette Neuorganisation wäre oder ein kompletter Neubau, würde ich sagen, ja gut, dann müssen wir uns die Crew auch mal anschauen. Aber vielleicht können wir es hier auch lassen und können es ein bisschen abkürzen. Ja, gucken wir mal. Also wir haben jetzt hier dieses luxuriöse Treppenhaus, wenn wir Passagiere der Cabin Class sind. Mit allen Annehmlichkeiten, die man eben so kennt aus der ersten Klasse der Olympic. Wir haben natürlich Zugriff auf ein Gymnasium, das farbenfroh designt ist. Mit modernen Farben, das war ja auch so ein bisschen der Shit aus der Zeit. Dass man Täfelungen anstreicht, wir kennen es noch von der Olympic, dass eben das Treppenhaus da auch grün war, ne? Also das kennen wir zum Beispiel. Oder dass der zweite Klasse Speisesaal grau-pink gestrichen war und solche Sachen. Also seltsame Farben und das möchte ich natürlich hier fortführen. Das ist eine Tradition, die mir sehr gefällt bei so alten Lernern, die umgerüstet werden, dass man einfach da das Interieur komplett pervertiert, indem man einfach drüber streicht mit irgendwelchen grellen Farben. Da werden wir auf der Balearik auch noch einige Ideen sehen, die ich da hatte. Gut, ansonsten, ja, ganz normale Sportgeräte, elektrisches Pferd, Rudermaschinen, Boxsack. Dann haben wir hier natürlich noch Schrank mit kleineren Geräten. Wir haben wieder diese nette Maschinerie hier zum Wettrennen auf den Heimtrainern. Ja, das sind alles ganz nette Sachen. Oder auch hier mal was zum Raufziehen, ne? So eine Stange. Das ist alles hier, ja, so wie man es eigentlich kennt. Beziehungsweise es ist natürlich schon neu eingerichtet worden, aber es ist jetzt auch mit dem neuen Boden hier zum Beispiel dann neu gemacht. Einfach mal so ein Nutzboden für ein Gymnasium. Keine Fliesen mehr, so eine Art Linoleumboden soll das eigentlich sein. Kein Parkettboden, der aber natürlich so ein bisschen holzig aussieht. Teilweise auch hier so Sportmatten. Einfach um ein bisschen Sport zu ermöglichen, aber mit dem Fitnessstudio natürlich in moderneren Zeiten nicht vergleichbar. Wenn wir jetzt hier raustreten, als erste Klasse Passagiere, haben wir natürlich Zugriff auf diesen vorderen Bereich, wo einst die Brücke war. Das ist die sogenannte Observation Promenade. Hier kann man sich hinstellen und dieses Steuerrad bedienen. Es ist natürlich nicht angeschlossen. Das ist ein Spielsteuerrad. Das sagt das Schild hier auch. Form a Position of Command Bridge. Das heißt, hier kann man sich so ein bisschen fühlen wie der Captain oder nautischer Offizier und kann einfach so einen Kindheitstraum verwirklichen, dass man hier einfach steht und dann so tut, als würde man hier steuern. Das ist ein Spielplatz für Erwachsene. Es ist ein ganz netter Gag, aber es ist jetzt
Für manche Leute vielleicht wäre das auch zu blöd. Aber ansonsten kann man sich ja auch hinsetzen, es sind auch Bänke, kann sich den Wind ins Gesicht wehen lassen. Wenn wir natürlich jetzt hier von dem Oceanliner reden, der wird natürlich schon eine gute Reisegeschwindigkeit haben. Ne? Also das, was die Olympics so machen kann. Das Ding hier ist ein bisschen schwerer, ist wahrscheinlich, oder wäre jetzt, wenn es existiert hätte, wahrscheinlich über 50.000 Tonnen. Also wären wir wahrscheinlich bei ca. 20 Knoten, was die Maschinen noch hergeben. Ja. 20 Knoten, teilweise 19 Knoten, aber sagen wir mal so rund 20 Knoten. Da ist man davon natürlich auch bedient, wenn dann der Wind hier durchpfeift. Und das tut ja auch noch hier. Also das ist auf dem Deck grundsätzlich der Fall. Jeder, der schon mal auf See war, weiß, da ist einiges geboten. Gut, dann haben wir hier noch einen weiteren Zugang. Und zwar über diese Treppen kommen wir nicht nur noch weiter hoch, indem wir uns hier immer weiter hocharbeiten, auf dieses Deck, wo man sich dann auch hinsetzen kann, sich den Wind ins Gesicht pfeifen lassen kann oder auch vielleicht mal Shuffleboard spielen kann. Na, das ist auf jeden Fall gut hier oben. Sondern wir kommen auch hier unten hin. Zum Nightclub. Das ist auch ein Kritikpunkt an dem Schiff, dass es keine interieursbedingte oder ja, keine Verbindung gibt innerhalb des Interieurs zu diesem Nightclub. Der ist nur von außen begehbar. Die Idee dahinter ist, dass man ja eben auch bei sich zu Hause, wenn man ist, um in den Nachtclub zu kommen, jetzt nicht unbedingt bei sich im Keller einen Nachtclub hat. Zumindest geht das wohl den meisten Leuten so, sondern man wird halt auch das Haus verlassen müssen. Und das ist quasi die Philosophie dahinter. Man verlässt das Haus, auch bei Regen notfalls, muss halt einen Mantel anziehen. Und dann geht man hier oben zum Nachtclub und dann tropft man hier drin alles voll. Es gibt hier auch eine kleine Garderobe, obwohl diese Garderobe natürlich nicht der kompletten Größe des Raumes gerecht wird. Das habe ich natürlich dann bei der Balearik ein bisschen geupdatet. Aber so denke ich, auf so einer Warmroute auch durch den Suezkanal Richtung Australien, da geht das schon. Es ist vertretbar, dass man hier außen rum geht. Auf der anderen Seite gibt es das natürlich auch, ja, entsprechend eingerichtet, so wie man es kennt. Na, dass man da hier raufkommt auf dieses Raised Roof und dann hier plötzlich ist ja auch dann, ja, letztendlich diese Kante, die man auch von hier unten kennt, zum Reading and Writing Room. Und dann tritt man hier durch, alles Licht durchflutet, große Glasfronten, große Fenster, auch die Dachkuppel, die ich vorhin schon gezeigt habe. Ein wahrer Nachtclub hier gibt es auch ja, einen Platz fürs Orchester, also für ein Piano, dass hier eben auch Musik gespielt werden kann. Ich meine, klar, Live-Musik im Nachtclub ist ja irgendwo logisch. Und dann kann man hier auf diesem Dancefloor auch sich gut gehen lassen. Fast schon unter den Sternen, wenn man hier durchgucken konnte, aber das ist dann doch eher Milchglas. Und sonst auch, ja, Art Deco angehauchte Vorhänge, verschiedenste Möbel auch, also so ein bisschen orientiert an dem, was die Berengaria dann hier im Wintergarten hatte. Da hatte die ja auch 1000 verschiedene Stuhlsorten und hier ist das eigentlich auch so, dass es sehr viele verschiedene Stuhlsorten gibt und auch Sofasorten, also ganz viele verschiedene Materialien, was natürlich eine hohe Diversität in diesem Raum einstreut und dadurch dieses Design einfach definiert. Sonst, der Raum ist auch eher dann schon eigentlich ein ziemlicher Art Deco-Raum. Versorgt wird der von hier hinten. Da gibt es einen kleinen Zugang zu einer Pantry. Und die wiederum wird versorgt durch diese Treppe. Das war früher meine Passagiertreppe, nach unten auf die Promenade. Und dann stehen wir hier schon im Interieur, da kommen wir später noch dazu. Und hier ist dann die Pantry auf dem A-Deck. Und darüber wird das quasi versorgt. Da müssen quasi Leute die ganze Zeit rumlaufen. Es geht nicht anders. Man muss es einfach dann auf sich nehmen, da rumlaufen und dann kann man die Leute hier oben bedienen. Wenn wir in der Cabin Class unterwegs sind, stehen uns außerdem noch weitere Meter dieses Decks zur Verfügung, auch dieser Engineers-Bereich. Also die Ingenieure haben da drin ihr Zeug, ich meine, so viel gibt es zu den Ingenieuren nicht zu sagen, das können wir uns jetzt auch ganz kurz ansehen. Das ist einfach so eine Art kleines Ingenieurstreppenhaus, da kommt man auch dann hier oben über eine Treppe hin auf diese Promenade der Ingenieure und da kann man sich dann hier als Ingenieur auch auf eine Bank setzen oder mal einen Liegestuhl reinlegen. Das ist jetzt hier auch ein bisschen ausstaffiert worden, dass das einfach für die Ingenieure gut passt, weil die werden hier draußen natürlich jetzt nicht unbedingt anzutreffen sein. Klar, man kann dann hier noch die Offiziere antreffen, während sie in die Offiziersmesse unterwegs sind. Also man wird hier trotzdem ab und zu auf Crew treffen als Passagier. Das ist ja auch jetzt nicht so schlimm, ja, ist ja in relativ modernen Zeiten unterwegs. Aber die Ingenieure sollten eigentlich sich hier oben aufhalten. Das ist ihr Platz an der Sonne. Und hier unten ist quasi immer noch für die Cabin Class mehr Platz. So, und dann kann man hier hinten auch ganz gemütlich herumstolzieren. Und hier ist dann auch schon die Absperrung zur Tourist Class, was der Tourist Class so ein bisschen den Rundgang nimmt, weil normalerweise hätte man dann hier eigentlich kehrt gemacht als Tourist Class Passagier und wäre wieder nach hinten promeniert. Das geht jetzt hier nicht mehr so gut. Das ist jetzt nämlich hier für die Cabin Class einfach der Punkt, an dem die quasi hier rüberlaufen, an der Aft Staircase Kuppel vorbei.
und dann wieder nach vorne. Hier gibt es auch außerdem, ja, Tankraum, da wollen wir jetzt nicht rein, die Dog Kennels. Hundezwinger sind hierher versetzt worden, auch an einen Platz an der Sonne, falls man einen Hund dabei hat. This is the place to go. Und ja, das ist dann prinzipiell das, was uns hier außen erwartet. Einfach auch die Möglichkeit, spazieren zu gehen. Und dann kann man einfach auch ganz gut hier vorne lang gehen. Man könnte theoretisch hier auch joggen gehen. Ich weiß nicht, ob Joggen damals eine Idee war auf den Schiffen, schon in Zeiten der 20er, 30er Jahre. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich möchte es auch nicht verneinen, weil ich es nicht genau weiß, ob da wirklich auch schon Leute gejoggt sind. Ich weiß, dass es in den 60ern langsam ein Thema war. In den 50ern eventuell auch schon. Also in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich kann es mir jetzt zur damaligen Zeit noch nicht vorstellen, dass die Gentlemen hier rumjoggen. Aber man könnte es theoretisch tun. Man kann hier eine Runde laufen. Ne? Was steht uns hier außerdem zur Verfügung? Ich meine, wir haben noch diese Türen, da können wir auch durch. Das sind Passagierbereiche und hier gibt es nichts Neues zu sehen. Das ist alles Olympic-Style. Hier kommt auch so ein bisschen leider die Treppenhausdefilung durch. Olympic-Style-State-Rooms hier oben müssen wir uns nicht weiter angucken. Kennen wir alles. Hier gibt es noch das Schild Crew Only. Ab hier ist dann quasi ja, Offiziershaus. Kennen wir aber auch alles noch von der Olympic-Version oder auch der Titanic. Das ist sicher alles sehr ähnlich. Als Passagiere werden wir dann hier auch aufs Deck darunter gehen können. Dort haben wir wieder diese typischen Kabinen. Da habe ich teilweise das Interieur komplett neu eingerichtet. Also sowohl in den Kabinen weiter vorne als auch hier ist das Interieur komplett rausgeflogen. Ich habe es komplett neu eingerichtet. Auch habe ich hier außen teilweise noch Außenwände spendiert, weil die Kabinen teilweise keine Außenwände hatten oder zumindest keine Doppelwand außen. Ich habe hier alle Kabinen in diesem Holzstil, angelehnt an die Queen Mary, so ein bisschen designt. Und auch mit grünen Markierungen, also grüne Teppiche, teilweise grüne Stühle, wenn vorhanden hier, grüne Stühle und grüne Betten. Grün ist quasi die Farbe dieses Decks. Das ändert sich auf den Decks immer auch. Also wenn wir auf dem nächsten Deck dann unten sind, dann werden wir sehen, das sind keine grünen, sondern vielleicht rote Betten. Das werde ich dann sehen. Ich glaube, ich habe dann blau genommen. Ich habe das auch nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall sind da die Textilien auch in den Kabinen einfach anders, damit man so ein bisschen auch weiß, auf welchem Deck man sich befindet. Auf welchem Deck sind wir hier eigentlich? Das müsste das Promenade-Deck sein. Genau, das ist die Decksbeschilderung, ist natürlich auch modern. Hier nicht A-Deck, sondern Promenade-Deck. Wir können auch erstmal kurz rausgehen. Durch die Vestibule, dann sind wir auf der Promenade und das ist auch eine ganz große Veränderung hier im Gegensatz zur Olympic, die eine offene Promenade hatte, hat die Scotland eine komplett geschlossene Promenade. Sehr modern, erinnert an die großen Superliner, wie ich glaube die Normandie, aber natürlich auch an spätere Liner wie die France. Und hier vorne gibt es natürlich dann wieder Luft, Frischluft, aber natürlich auch Windschutz. Was auch interessant ist, diese Treppe hier. Das war eigentlich mal eine Offizierstreppe, ne? Und die ist ja jetzt auch hier direkt im Passagierbereich drin. Da können die Passagiere ja hin. Und das ist auch hier unten noch direkt angebunden. Das heißt, die Passagiere können diese Treppen hier auch nutzen, um einfach mobil zu sein. Das ist für die Passagiere ist alle freigegeben. Das heißt, die Passagiere haben hier auch einfach ja, mehr Freiraum, mehr Spaß auf dem Schiff, einfach das Schiff zu erkunden. Ansonsten haben wir hier natürlich Liegestuhlkapazitäten, teilweise Sitzbänke. Wofür wird eine Promenade noch gebraucht? Wir können vorne rumgehen, wir können die Promenade entlang gehen, wir können hier hinten rumgehen. Und ihr werdet sehen, auch hier könnte man theoretisch sportlichen Laufaktivitäten nachgehen, wenn man das möchte. Aber wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon ein Ding war zu der Zeit. Ich glaube es fast nicht. Gut, dann haben wir natürlich noch die vorderen Kabinen. Da mal ganz kurz reingeguckt. Diese Gänge kennen wir noch aus der Olympic. Da waren die auch schon holzvertäfelt. Ich habe es aber noch ein bisschen detaillierter gemacht. Auch mit diesen Verzierungen hier drin einfach. Dass es ein bisschen detaillierter ausguckt und dass es halt auch wirklich auf dem aktuellen Baustandard sich bewegt. Boden ist, glaube ich, neu verlegt worden. Bisschen moderner einfach. Und hier sind die grünen Textilien wieder, ne? Grüne Vorhänge. Gucken wir mal in die Innenkabine rein. Auch hier ist alles grün. Ja, und hier haben wir auch diese Skylights immer noch. Also die sind immer noch aktuell. Und hier steht eine Tür offen. Das ist interessant. Ja, passiert ab und zu mal. Ist aber kein Weltuntergang jetzt. Und da habe ich, wie gesagt, auch die Außenhaut hier eben noch reingezogen. Eine Außenwand, dass man da einfach auch jetzt keine weiße Wand hat, weil es geht ja offensichtlich, ne? Man hat es vorher nicht gebraucht, weil die Wände waren ja alle weiß. Aber mittlerweile auf der Olympic haben wir auch mehr Detail auch hier drin. Das heißt, da gibt es natürlich bei den Kabinen hier standardmäßig auch Außenwände und Innenwände, also Doppelwand. Aber das war eben noch nicht so und deswegen muss ich das nachbessern.
Dann natürlich aber auch das Interieur hier überall komplett rausgerupft, komplett neu eingerichtet. Hier teilweise mit diesen netten Lampen auch. Einfach um es ein bisschen mehr Art Deco oder teilweise so der typische Spät-20er, 30er Jahre Dampfer-Style. Ja, so ein bisschen Queen Mary-Style teilweise angehaucht zumindest. Ja. Was können wir noch sagen? Also viel hier nicht mehr. Ich denke, wir können diesen Bereich wieder verlassen. Ihr seid auf jeden Fall angehalten, euch das Schiff auch selber anzugucken, wenn ihr euch dafür interessiert. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil hier doch ein paar ganz nette Sachen verbaut sind. Aufzug auch teilweise nett designt, neu designt, mit neuem Boden. Couch steht immer noch drin. Sonst nicht erwähnenswert. Was haben wir hier eigentlich noch als Passagiere der Cabin Class? Außer, dass wir hier rumrennen können. Wir haben einen komplett neuen Zubringerkorridor. Das war ja eigentlich mal Eichenholz vertäfelt, stark verschnitzt. Jetzt haben wir hier den neuen Kabinengangboden. Genauso wie eben dieses weiß, ja, fast schon milchfarbene Design. Also alles ein bisschen überarbeitet hier auch gegenüber von diesen Fenstern, die hier in dem Gang sind. Spiegel innerhalb von Verzierungen eingefasst, um es ein bisschen ja, aktueller wirken zu lassen, aber natürlich auch ein bisschen mal ästhetischer vielleicht. Hier macht das Schiff wieder klassische Anstalten. Das ist jetzt nicht typisch Art Deco. Das Schiff will teilweise Art Deco sein, teilweise macht es aber auch klassische Experimente. Hier haben wir auch ein Experiment, das sind nämlich Fenster zur Library. Und diese Fenster sind quasi stellvertretend für die Spiegel, die da vorne sind. Hier sind es wieder Fenster, weil dahinter ist ein Raum, in den man reingucken kann. Und hier hinter ist halt kein Raum, das ist halt Uptake. Und das ist auch nicht wirklich aktuell, also das ist noch Technik aus 2018, 2016, so eine Dreh rum. Dann sind wir auch schon in der Library, also es ist nicht mehr der designierte Damensalon oder Lesen- und Schreibraum. Ich meine, Lesen und Schreiben kann man hier immer noch. Hier sind die Schreibtische, hier ist das Bücherregal. Aber jetzt ist es halt offiziell die Bibliothek. Das heißt, wer ein Buch haben möchte, der geht halt hier hin. Kann sich hier auch niederlassen, kann in aller Ruhe lesen oder auch eine Ansichtskarte oder einen Brief schreiben. Überhaupt kein Problem. Man wird hier drin auch bedient. Also man kann auch seinen Kaffee da drin trinken, wenn man der Meinung ist, dass man das unbedingt machen muss oder wenn halt alles andere voll ist. Gut, dann sind wir hier auch schon in der Lounge, die jetzt Social Hall heißt. Die große Social Hall, was natürlich auch ein Ding ist, wenn man so einen Urstein umbaut. Neue Begriffe für altbekannte Sachen. Und da haben wir hier natürlich jetzt die Social Hall statt Lounge. Wir haben hier auch übrigens Ventilatoren an der Decke. Also um einfach ein bisschen auch zu klimatisieren, habe ich die eigentlich auch in der Library? Ja, auch hier sind Ventilatoren. In den öffentlichen Bereichen gibt es die, einfach weil wir nach Australien unterwegs sind. Da möchte man nicht unbedingt immer in der Bullenhitze sitzen. Hier auch Art Deko-Verzierungen. Die Täfelung hier drin ist von Eiche halt in Richtung Blau gestrichen worden, aber es ist quasi immer noch die gleiche Täfelung, nur halt umgestrichen. Und auch hier drin hat man immer noch ein Bücherregal, also wenn man auch noch ein Buch braucht und man hat in der Library jetzt nichts gefunden, hier gibt es immer noch eins. Und ja, Versorgung kann man hier hinten sehen, immer noch über die Pantry, das hat sich nicht geändert. Ganz viele verschiedene Stühle wieder und verschiedene Muster, also auch hohe Diversität. Und in der Mitte hier ist auch freigelassen worden. Freigelassen worden und einerseits ermöglicht uns das einen guten Blick auf den neuen Boden. Ein Art Deco-Parkett. Auf der anderen Seite können wir jetzt hier unter diesem majestätischen Kronleuchter auch noch tanzen. Das heißt, auch hier sind Tanzveranstaltungen möglich. Ja, dann gehen wir mal weiter und dann sind wir hier auch schon in einem Raum, der sich The Gallery nennt, genau. The Gallery, auch wieder mit diesem Korridordesign, das sich hier aber auch in die Galerie reinzieht. Also das hat letztendlich das Interieursdesign eines Prunkkorridors innerhalb der Cabin Class. Mit einem größeren Durchgang hier auch, diesmal zu diesem Art Staircase. Und man sieht auch, hier sind dann demonstrativ noch irgendwie Schränke hingestellt und eben auch Sitzmöglichkeiten. Ja, um einfach noch ein bisschen auch hier zusätzliche Möglichkeiten zu bieten, wenn man vielleicht in der Lounge keinen Platz mehr gefunden hat, beziehungsweise in der Social Hall. Und hier sind aber auch Vitrinen. Um einfach vielleicht nochmal ein Modell der Olympik hier auszustellen oder irgendwas anderes. Pantry, da waren wir vorhin kurz drin, hat sich nicht viel verändert, außer dass ich ein bisschen modernisiert habe mit Kupfer, Wasserkesseln. Das haben wir auch auf der neuen Olympik, deswegen habe ich das hier übernommen. Klar, wenn so eine Olympik dann neu im Bau ist, dann übernimmt man auch vieles auf andere Projekte, die man da zeitgleich irgendwo hat. So, dann sind wir auch schon im Aft Staircase. So, was machen wir hier als Touristen, nicht Touristen, Cabin-Class-Passagiere?
eigentlich nur durchgehen. Man kann sich hier auch hinsetzen, aber hier ist, wie ihr seht, auch wieder nur Luft drin. Das heißt, hier ist auch wieder diese Verbindung abgebrochen, weil das reicht eigentlich, wenn man hier kurz drüber geht als Verbindung. Da braucht man nicht die Verbindung hier drüben. So, jetzt hat man hier wieder eine Menge Luft und wieder einen Spiegel, also auch wieder eine Menge Licht und ja, einfach den Effekt, dass das hier größer wirkt durch die Spiegel. Und wieder eine Engelsstatue, die durch eine Art Deko-Lampe ersetzt wurde. Ja, ich denke, das sind die wichtigsten Fakten hier. Dann haben wir hier auch schon Club Scotland, der ehemalige Rauchsalon, jetzt einfach allgemeine Nachtclub. Da dürfen auch gerne die Damen mit hinzustoßen. Hier gibt es einige Neuerungen. Also das nächste Mal natürlich der Boden. Komplett auch in so ein bisschen modernerer Parkett gehalten. Die Täfelung ist immer noch die gleiche, nur dass manche Segmente rot gestrichen wurden und die Täfelung selber von der Wand ist natürlich auch rot gestrichen. Es ist die gleiche wie vorher, nur dass eben alles rot gestrichen ist. Hier im Zentrum, da sind die Buntglasfenster weggefallen. Stattdessen haben wir diese riesigen Art Deko-Verzierungen, um eben auch moderner zu wirken. Als Kontrast dienen diese türkisen Stühle. Und dann gibt es natürlich noch zwei weitere Abteilungen. Einmal diese Abteilung, die leergeräumt wurde von Stühlen. Die ist für die Crew, um eine Bar zu betreiben. Und natürlich für einen selber, um sich an die Bar zu setzen und sich einen Drink zu gönnen. Man kann natürlich auch was bestellen und sich hier irgendwo hinsetzen. Und hier ist dann auf der anderen Seite nochmal eine Art Orchester-Area, eine Orchesterplattform mit Flügel, mit genügend Stühlen, damit sich auch mal ein paar Streicher noch hinsetzen können. Oder auch mal einen Sänger vielleicht irgendwo hinstellen kann. Das ist dann, das muss man dann gucken, was da für Auftritte stattfinden. Sonst kann man aber diesen Rauchsalon immer noch erkennen. Na, wir haben jetzt hier allerdings auch neue Lampen drin, also die Lampen sind auch alle neu, genauso wie diese Verzierung statt des Bildes über dem Kamin. Also es ist einfach moderner gehalten. Dann haben wir hier das Veranda-Café. Das Veranda-Café ist angelehnt ein bisschen an den Stil der alten Balearik. Das ist auch vom Stil hier auf der Balearik und der Scotland nahezu identisch. Es gibt ein paar Unterschiede, kleinere, aber nahezu gleich. Und das ist auch irgendwie klar, wenn Schiffe dann aus einer Werft kommen, na, dass man da dann teilweise Täfelungen oder auch Interieur doppelt produziert für zwei Schwesternschiffe. Weil die Balearik und die Scotland sind immer noch Schwestern. Na, Ex-Olympic, Ex-Titanic. Das ist irgendwo klar. Sonst war das halt mal der Palm Court. Hier hinten gibt es jetzt noch einen extra Aufbautenbereich quasi, der diese beiden Palm Courts verbindet, sodass das hier auch kein Kids Club mehr ist, sondern das ist jetzt einfach wirklich ein, ja, Veranda-Café-Bereich. Hier hinten geht es dann raus und dann stehen wir hier auf, ja, direkt unter der Sonne, beziehungsweise jetzt unter den Sternen, direkt auf weiter Flur. Wenn es uns auf dem Deck zu blöd wird, dann können wir als Passagiere auch noch ein Deck tiefer gehen. Hier hinten finden wir dann natürlich wieder ein à la carte Restaurant vor. Das Ritz-Carlton-Restaurant, das heißt jetzt einfach so, das ist der Name, der jetzt hier einfach aktuell ist. Die Bedeck-Promenade, wir zoomen mal kurz hinter, verschiedene Sitzmöglichkeiten, sonst aber nichts zu verzollen. Also hier gibt es nichts zu erwähnen. Und das Ritz-Carlton, ja, ist auch ein bisschen, na, moderne Sofas und sowas. Moderner Boden hier, also Boden mal neu gemacht, teilweise Säulen, Wandtäfelung mal überprüft, aber teilweise immer noch natürlich das, was man so kennt von dem à la carte Restaurant der Olympic. Allerdings teilweise auch mit Neuigkeiten wie dunklerem Holz, das hier verzierungstechnisch eingesetzt wird und auch diesen sehr speziellen Vorhängen und einem ganz eigenen Ambiente hier drin. Da wird mir auf jeden Fall, glaube ich, jeder zustimmen, wenn ich sage, das ist was ganz Interessantes, Eigenes. Es wirkt irgendwie anders. Kannst du nicht genau beschreiben, es wirkt irgendwie anders. Im Gegensatz zu dem, was man so kennt aus dem à la carte Restaurant. Hier haben wir dann für den typischen Cabin-Class-Passagier nochmal so eine kleine Absacker-Area, das ehemalige Café Parisien, das jetzt von hier aus auch nicht mehr zu erreichen ist, sondern nur noch über das Restaurant selber. Das ist, hier trinkt man dann seinen Absacker oder wenn man nicht mehr unbedingt hier einen Platz belegen möchte im Restaurant, dann kann man auch hier hingehen oder man kann sich hier gleich reinsetzen. Letztendlich ist es ein zusätzlicher Bereich für das Restaurant, falls man den unbedingt braucht. Dann haben wir verschiedene Styles. Natürlich finden wir auf dem A-Deck, ist ja klar, ein Deck tiefer. Früher mal das B-Deck, jetzt das A-Deck, also nicht verwirren lassen. Da gibt es den Style, der heißt State Room. Und State Room war früher mal Typ B. Und da gibt es jetzt blaue Textilien, also blaue Stühle. Das ist halt immer noch dieses Prismarinzeug, das sieht so ein bisschen grünlich eher aus, aber es soll halt jetzt irgendwie blau sein.
Und dann haben wir blaue Teppiche, blaue Tischdecken, blaue Betten. Nebenan haben wir den French Room. Das ist auch so eine Wandtäfelung, die ist noch irgendwie im Auction-Katalog der Olympic erwähnt, dass da auch teilweise blaue Markierungen mit drin sind. Das ist blaue Anteile und diese cremefarbene Anteile. Deshalb ist das hier wohl alles ein bisschen moderner gehalten. So schon gewesen. Jetzt habe ich es halt eben noch mit diesen zusätzlichen Textilien hier aufgerüstet. Also ich war in jeder Kabine auf jeden Fall drin, habe da was gemacht, und wenn es nur wenig war. Und jetzt kommen wir natürlich in den Bereich, in dem wir hier viele Räume vorfinden. Ja, Style-Räume, der Sydney Room zum Beispiel, das hat jetzt nichts direkt mit Sydney zu tun. Ja, also das sind einfach Namen, künstlerische Namen für die Räume, einfach um hier so ein bisschen so einen Queen Mary Dampfer-Style, Queen Mary Art Deco-Style zu rechtfertigen. Ja. State Room, das ist ja hier wieder der ehemalige Typ B-Store. State Room, Georgian Room, also auch manchmal wurden diese Bereiche hier ein bisschen aufgerüstet. Gibt es natürlich immer noch sehr viele klassische Räume. Warum sollte man die alle aufgeben? Modern Dutch. Ja, der war schon modern, ja, wie der Name sagt. Also das gibt es immer noch. Old Dutch. Und dann kann man natürlich noch in einen anderen Modern Dutch rein. Und dann ist man hier irgendwann wieder in diesem French Room. Wenn wir uns weiter vorarbeiten, dann sind wir plötzlich in einem neuen Bereich. Das heißt, die Suiten wurden natürlich gesondert hier in Beschlag genommen. Das ist die sogenannte Parlor Suite. Das ist ein feststehender Name jetzt. Und da haben wir diesen modernen, holzigen Stil. Habe ich jetzt keinen Namen für. Und dann haben wir natürlich auch diesen Adam-Style Sitting Room, der sich nicht wahnsinnig verändert hat, außer dass wir neue Textilien haben. Natürlich. Ja. Dann sind wir auch schon hier vorne. Da ist der Tudor Room. Der ist aber nicht so interessant. Dann haben wir jetzt hier den Chippendale Raum. Den habe ich mal neu interpretiert. So ist der eigentlich auch schon auf der Olympic vorhanden. So habe ich den aber noch nicht dargestellt. So müsste ich den aber auch darstellen, wenn ich die Olympic von 33 baue. Das ist schon sehr farbenfroh. Und sonst haben wir noch weitere Stile. Was gibt es hier noch? French Room, Queen Anne kennen wir schon. Modern Dutch kennen wir. Georgian. Wie sieht der Queen Anne hier aus? Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Olympic. Von 33. Also das sind halt diese Stile. Auf der anderen Seite müsste noch was sein. Mal auch schon hier im Bild gesehen, dass es hier blaue Vorhänge gibt. Das heißt, da können wir vielleicht auch mal kurz reingucken. Das ist so eine blau thematisierte Kabine auf dem Adek. So, jetzt müssen wir mal gucken. Asian Room. Hier war er. Das ist ein neuer Stil. Asiatisch angehaucht hier drin, einfach ein bisschen moderner und innovativer zu wirken. Was ich natürlich auch immer noch ganz gut mochte, war eigentlich der Colonial Room. Der ist immer noch da, sehr gut. Ich mag das ja, wenn die Wände so angestrichen sind, als ob man sich hier wirklich irgendwie im Dschungel befindet. Also da sind ja wirklich einige Zeichnungen an den Wänden. Gut, sehr schön. Das wäre es wahrscheinlich auch schon wieder für dieses Deck gewesen. Was steht uns noch zur Verfügung? Da hätten wir zum einen dann auf dem B-Deck, XC-Deck, das Inquiry Office. Das Bursar's Office natürlich auch mit großer Durchreiche. Das Department Office. Und auf dieser Seite ein Stock Market. Das heißt, hier haben wir es mit Aktien zu tun. Wenn man also dann auf dem Schiff festsitzt und möchte gerne seine Aktiengeschäfte betätigen, hier ist dann immer auch Verbindung zwischen dem Mitarbeiter, der hier die Aktien verliest, und dem Radio Room. Und dann werden hier die aktuellsten Kurswechsel bzw. Kursänderungen auf dem Aktienmarkt durchgegeben. Wenn wir jetzt uns mal wieder hier nach hinten bewegen, sehen wir rote Textilien. Das heißt, wir haben es jetzt natürlich mit einem neuen Deck zu tun, logischerweise, aber auch eben mit einem anderen Design. Rote Betten, rote Teppiche, rote Sitzpolsterungen. Und ihr seht aber hier auch überall diese Holztäfelung. Das heißt, das muss sich natürlich alles irgendwo einbauen. Ich habe mich mit diesen Kabinen hier also ordentlich beschäftigt, obwohl sie nicht besonders, ja, also obwohl sie jetzt niemand hinterm Ofen hervorlocken, aber ich habe mich damit beschäftigt und ich habe hier auf jeden Fall alles in die Waagschale geworfen an Ausdauer, um das hier durchzuziehen. Gut, also als Cabin Class Passagiere haben wir natürlich auch Zugriff auf diesen Bereich, wenn wir hier irgendwo wohnen. Aber ihr könnt euch vorstellen, was hier los ist, ne? Da gibt es auch diesen Bereich hier mit Telefon, Switchboard.
Ach, das ist übernommen von der Olympic-Klasse. Wir haben ein Service Room, daneben eine Pantry. Sanitäre Anlagen. Was haben wir zum Beispiel? Eine Royal Suite hätte ich hier anzubieten. Ja, gut, so einen Regent-Style, den wird man jetzt nicht rausschmeißen, aber es gibt hier diese roten Textilien wieder. Na, ich möchte darauf hinweisen. Fällt einem manchmal gar nicht so auf. Dann Empire-Style gehört natürlich noch mit dazu, genauso natürlich wie dieser French Room hier, dieser French-Style. Italian Room haben wir hier auch. Das ist letztendlich einfach nichts anderes als Louis XVI, aber gestrichen. Hier ist er blau gestrichen, blaue Täfelung. Die gelben Tapeten gibt es hier immer noch. Und dementsprechend auch, ja, gewisses Design des Raumes einfach ein bisschen was abgeändert hier und da kam ein bisschen was dazu. Schwer zu sagen im Nachhinein. Ja, der Queen Anne Room ist, ja, auch weitestgehend so geblieben. Hier und da haben sich vielleicht mal Stühle geändert, ein neuer Teppich. Manches konnte man aber ganz gut übernehmen. Und dieser Empire Style hier, der ist auch als Italian Room einfach umbenannt worden. Also manchmal sind auch manche Interieurstile einfach umbenannt worden, um einfach dieses klassische Aussehen hier zu rechtfertigen, wenn man sagt, okay, das ist italienisch, obwohl es gar nicht italienisch ist. Na, man trickst einfach mit solchen Sachen so ein bisschen. Stage Room, man muss dazu sagen, ich habe auf der Olympic damals auch einige Stile gekillt, weil das irgendwie unsere Quellen so hergegeben haben, dass es dann noch viel mehr Typ B gab und viele Stile dann zwischenzeitlich rausgeflogen sind. Aber da müssen wir dann nochmal gucken, ob das wirklich so war. Der New York Room hat nichts mit New York zu tun. Ja, es ist auch wieder so ein Kunstname. Das ist einfach nur modern. Es ist modern. Canberra Room hat, und ihr könnt es euch sicher denken, auch nichts mit Canberra zu tun. Das ist auch wieder einfach nur ein moderner Einrichtungsstil. Georgian Room haben wir hier noch. Royal Room. Okay, das ist ein ehemaliger Empire-Style. Der heißt halt Royal Room. Auf der anderen Seite haben wir einen Adam Room. Adam-Style kennen wir aber schon. Italian kennen wir auch schon, wobei ist das dann die andere Variante? Ja, das ist die Variante hier drin. Also Italien habe ich eigentlich immer ein bisschen anders gemacht, mit sehr bunt gestrichenem Holz und auch hier sehr bunt alles. Ne? Blaue Betten plötzlich, rote Bezüge von den Sitzmöbeln, roter Teppich, also schon farbenfroh. Dolce Vita. Auch hier wieder ein Empire-Style, der in Royal Room umbenannt wurde. Was haben wir hier? Paris oder Paris Room. Das ist so ein sehr magerer Art Deko in kuriosen Farbtönen. Stage Room, Stage Room, Stage Room. Ja, man kann sich hier ein bisschen verlieren. Da sollte man sich auch Zeit nehmen, das alles ein bisschen auch zu erforschen. Das kann sich durchaus lohnen. French Room und hier ist die Australia Suite. Na, wir fahren ja nach Australien hier, ne? Also müssen wir uns immer noch den Kontext dazu denken, deshalb gibt es hier auch natürlich australische Themen an Bord. Australia Suite, ja, mit diesem Ludwig der 14. Sitting Room und dann aber auch roten Möbeln, genauso wie hier rote Möbel teilweise. Genau wie hier. Also einfach ein bisschen geupdatet, teilweise auch, kennt man es aber auch immer noch. Ich muss aber trotzdem jetzt nochmal ganz kurz hier oben hin, weil auf der anderen Seite haben wir uns das natürlich gar nicht angesehen. Hier gibt es noch die Queen Suite. Ich werde einfach mal kurz durchfliegen, oder? Muss ich mich dazu äußern? Ich meine, ihr kennt ja die Olympic einigermaßen. Euch wird circa auffallen, was ich hier getrieben habe oder nicht getrieben habe. Und der Italian Room, den gibt es hier oben auch. Wieder ganz anders. Ne? Auch wieder Louis XVI, der einfach umgestrichen ist. Umdesignt ist so ein bisschen. Queen Anne Room. Ganz markant hier drin. Also, ja. Aus Alt machen neu. Der London Room. Achtung, das hat nichts mit London zu tun. Es ist einfach ein Empire Room. Aber er heißt nett, deswegen wird er gebucht. So, hoffenweise State Rooms, Georgian, dann mal wieder ein Store, French Room. Gut, ich denke, dann haben wir es hier auch einigermaßen. Dann können wir wieder runtergehen. Genau, dann sind wir, ja, wenn wir hier schon mal sind, also ihr seht schon, da gibt es dann auch im Dining Saloon der Cabin Class noch ein bisschen was zu erwähnen. Hier auf diesem Deck, wenn wir uns befinden, dann können wir einfach manchmal hier nach innen gehen, im Kabinengang aus, und stehen hier vor so einem Dresser und haben irgendwie durch ein Fenster Anblick auf ein anderes Fenster gegenüber, also letztendlich auf einen Hohlraum, auf Licht, hier kommt auch Licht rein. Ja, kann man sich seinen Teil dazu denken, ob das jetzt so geil ist, aber letztendlich habe ich
dadurch ein bisschen Platz für so einen erhöhten Speisesaal freigemacht. Das war mir wichtig. Gut, ich glaube, wir kamen auf diesem Deck von vorne. Ne? Wir sind immer noch in der Cabin Class. Cabin Class hat einiges hier an Bord an Platz. Und hier hinten haben wir natürlich auch noch zusätzlichen Bereich für Cabin Class. Und hier geht es dann in eine Pantry rein. Da gucken wir kurz rein. Diese Pantry hier oben ist direkt verbunden mit der Second Class, beziehungsweise Tourist Class Pantry, beziehungsweise Küche hier unten. Und dadurch können hier außen bestimmte Bereiche, Servierbereiche bedient werden, die dann an die Cafés der Tourist-Klasse anschließen. Und hierüber werden die einfach versorgt. Nur, dass ihr das mal gesehen habt. Mehr dazu in der Touristenklasse. Ja, was ich natürlich noch erwähnen soll, ich meine, wir haben hier natürlich immer noch diese klassischen Barbershops, Ladies, Hairdresser, die die Olympic 1933 dann auch schon zu bieten hatte, mit allen möglichen Annehmlichkeiten, die wir hier in den Schaufenstern ausgestellt hatten. Ich habe dann teilweise einen neuen Boden reingelegt, ein bisschen geupdatet, ein bisschen repariert. Ja. Hier auch mal das dazu gemacht. Das typische Zeichen einfach nur für Barbershop. Hier sieht das grüne Geschenk, die Marienkäferlampe, Blumen im Schuh und Eheringe. Das hat Michael damals hier so eingefügt. Das ist ein klassisches Design an Accessoires hier, die ich einfach beibehalten habe. Gut, und sonst hier Ladies Hairdresser also. Da gibt es nicht viel zu erwähnen, das wurde übernommen. Entsprechend natürlich auch alles umgestrichen hier und umdesignt. Entsprechend des Treppenhaus-Styles, den wir aber oben auf dem Promenadendeck schon hatten und auch auf dem Bootsdeck teilweise schon oder auf dem Sonnendeck, so heißt es ja, Sundeck. Als Cabin Class Passagier sind wir hier hinten dann auch ziemlich aufgeschmissen, weil dann sind wir schon so weit unten, wie wir sein können. Das heißt, dann müssten wir eigentlich nach vorne durchgehen. Ganz gemütlich, aber bei dem Schiff dauert das schon ein Stück. Und dann steht man hier vorne im Haupttreppenhaus und geht ein Deck tiefer oder fährt mit dem Aufzug nach unten und schon steht man in einem riesigen Reception Room. Der Reception Room ist im Gegensatz zu dem Original Reception Room auf der Olympic komplett an das Treppenhausdesign angeglichen. Normalerweise ist das Treppenhausdesign ja hier so ein bisschen rausstehend mit Eichenholzdäfelung auf der Olympic und der Reception Room ist weiß und sticht halt raus, hat ein eigenes Design. Hier ist das Design komplett angeglichen worden, damit das einfach einheitlicher aussieht. Man sieht auch die Treppe sei schon die Decke. Ja gut, wenn wir über die Treppe reden, da haben wir auch eine neue Lampe bekommen. Nicht mal diesen Kronleuchter, diesen Kandelaber, sondern jetzt eine Art Dekolampe. Und wenn man mal die Decke auch anguckt, dann wird man sehen, das ist alles glatt, ohne Verzierungen, stattdessen große Lampen. Hier gibt es auch keine Abtrennung mehr. Das ist alles ein großer Raum. Also ich komme hier rein und stehe in diesem riesen Reception Room, einfach um das Gefühl von Größe zu haben. Deswegen ist hier auch ein bisschen was frei, damit die Leute hier nicht über irgendwelche Sessel drüber stolpern. Die können dann hier durchlaufen. Letztendlich sitzt man dann hier aber auch, ne, lauscht dem Pianisten, bestellt sich was, lässt sich's gut gehen, raucht vielleicht eine Zigarre. Hier ist dann immer noch eine Vitrine der Olympic. Die stand da aber auch schon vorher. Also das kommt schon aus der Olympic 1933. Ja. Letztendlich soll hier quasi die Illusion von Größe vermittelt werden. Wenn wir auch sehen, dass es hier dann diese großen Fenster gibt, die hier eingebaut sind, ähnlich wie auf der Titanic. Und auch diese große Tür, Glastür. Man sieht dann einfach, ja, das ist unglaublich lang hier. Wenn wir jetzt hier auch durchgehen, dann haben wir natürlich auch Zugriff auf den Cabin Class Speisesaal mit seit neuestem auch Kerzen auf den Tischen. Ich habe Partikel aus, wir werden hier also keine Flamme sehen, aber man kann es vielleicht leicht hören, dass die Kerze an ist. Ansonsten haben wir hier auch Ventilatoren eingebaut, also hier ist auch klimatisiert. Aber ihr seht schon, das ist auch alles klassisch, Olympic-Klasse Design. Hier oben ist ein bisschen was umgestrichen, umdesignt. Ja, eine Deckenleiste, aber der Rest, ja gut, ist teilweise cremefarben gestrichen, aber sonst die ganzen Verzierungen, das ist alles noch die gleiche Täfelung. Es ist komplett neu möbliert worden, also die Möbel sind alle komplett neu. Und jetzt wird eben auf zwei Hälften dieses Speisesaals hier gegessen. Hinten haben wir wieder diese Absperrung da, diesen Korridor für die Crew zum Servieren, dass sie da in Ruhe durchkommen. Und hier in der Mitte haben wir immer noch den Dancefloor. Immer noch mit dieser Orchesterplattform, auf der anderen Seite mit den Spiegeln und den Blumen, hat sich nicht verändert. Aber ich habe jetzt nach hier oben durchgebrochen. Und zwar ein ganzes Deck auf dem oberen ehemaligen C-Deck, jetzt B-Deck. Wir sind jetzt quasi auf dem neuen C-Deck. Da ist das weg hier, was da war. Also sanitäre Anlagen, Kabinen und so weiter. Und teilweise auch Crewbereiche. Stattdessen haben wir jetzt hier innerhalb von Verzierungen diese Fenster, durch die man da oben durchgucken kann. Wir haben hier moderne Lampen, teilweise ein bisschen Messingverzierungen auch. Das soll das Blattgold darstellen, ich weiß nicht, was ich da gedacht habe. Kupferartige Verzierungen hier auch, also alles ein bisschen metallic teilweise, um ein bisschen modern zu wirken.
Ja, aber auch diese Lampen, also das wirkt schon alles auf jeden Fall modern, aber trotzdem immer noch elegant. Und dann kann man hier tanzen und sich gut gehen lassen, einfach unter mehr Licht, aber auch natürlich unter mehr Luft. Und sowas wäre auch vorher schon möglich gewesen, auch für Harlan und Wolf, den Speisesaal noch oben durchzubrechen. Das hätte vielleicht hier und da besser ausgesehen in der Olympic-Klasse, aber da kann man auch geteilter Meinung sein. So, für die Cabin-Klasse ist hier Dead End, weil ihr kennt das. Da hinten ist dann eine Küche, müssen wir uns nicht ansehen, ist von der Olympic übernommen worden, hier und da ein bisschen geupdatet worden und das war's. Hier in diesem Kabinenbereich können wir uns natürlich auch noch bewegen. Hier können wir auch eine Kabine haben. Diese sind schwarz designt, futuristisch. Schwarz-roter Teppich, sonst schwarze Betten, schwarze Bezüge. Und als nächstes haben wir hier dann natürlich immer noch diese Treppe, die wir von oben auch schon kennen. Das ist quasi dieses vordere, diskretere Treppenhaus, das verschiedene Decks miteinander verbindet. Ich muss mal gucken, was habe ich eigentlich hier? Das sind normale Kabinen, okay. Dann stehen wir hier wieder auf diesem Deck, C-Deck. Und hier können wir natürlich auch noch tiefer gehen. Das ist klar. Dann stehen wir nämlich jetzt hier auf dem D-Deck, ehemals E-Deck. Und natürlich sind hier auch Kabinen. Auf diesem Deck sind ja die Nuancen anders gesetzt. Hier gibt es dann Lila und Pink. Kann man mögen, muss man nicht mögen. Außen ist das natürlich genauso in den Kabinen. Da sind die Möbel entsprechend angepasst. Wir haben natürlich hier aber auch den Squash Court immer noch. Das heißt, wir können hier dann durchgehen als Passagiere und stehen dann im Squash Court. Der ist natürlich auch geupdatet worden. Modernere Decke, Ventilationssystem, genauso hier auch modernere Markierungen, Lampen, die noch zusätzlich mit runterhängen, einfach um mehr Licht zu spenden. Man kann hier auch ein Netz reinhängen, wenn man dann irgendwie mal Bock auf Tennis hat auf den kleinen Raum. Ja, der Wille war da. Ja, kann man sich wenigstens ein bisschen beschäftigt halten, auch wenn es vielleicht nicht so optimal ist, bevor einem langweilig wird. Ja, aber ich denke, wir gehen erstmal wieder hier hin. Wenn wir das Deck jetzt wechseln wollen, müssen wir das zentrale Treppenhaus runter und dann sind wir hier. Die Kabinen kennen wir ja schon und dann können wir auch hier hinter durchgehen. Also das kennen wir alles von der Logistik her. Das ist nichts Neues. Was aber natürlich immer noch ganz interessant ist, ist hier runter zu gehen in den Spa-Bereich auf dem E-Deck, ehemals F-Deck. Hier ist ein Aufzug nach unten gezogen worden. Ihr seht das hier im Treppenhaus. Da ist plötzlich Schluss. Normalerweise konnte man da ja durchgehen. Ich habe einen der Fahrstühle, und zwar diesen hier. Also den auf der Steuerbordseite, bis hier runter durchgezogen. Ich habe mich da von der France inspirieren lassen. Die macht das in einem ähnlichen System. Der geht jetzt ein Deck tiefer und ermöglicht uns dann direkt im Spa-Bereich auszusteigen. Alle anderen Räume, die hier hinten quasi abgekattet sind, sind quasi über diesen Durchgang jetzt verbunden. Na, hier ist also auch ein Store drin. Die Clothes Press ist hier immer noch drin, genauso wie Laundryman und ja, irgendein Assistant Second Steward. Also ihr seht auch schon, die Crewkabinen hier sind nicht gerade berauschend. Das ist immer noch ziemlicher 2016er, 2018er Stil, so mit Drehung. Gut, dann gehen wir hier mal durch. Wir haben natürlich ein Schwimmbad. Ein bisschen moderner designt ist. Ja, einfach alles ein bisschen moderner gemacht. Dann haben wir hier natürlich wieder ein elektrisches Bad. Das hat sich nicht maßgeblich verändert. Haufenweise Shampooing Rooms und den Cooling Room, der natürlich jetzt in absolut neuem Design erstrahlt. Was zumindest was die Wand betrifft, diese Wandfliesen. Der Rest des Raumes, hier teilweise natürlich auch klimatisiert, ist wieder übernommen. Hier wird auch teilweise dann schon Shisha geraucht. Und schon sind wir noch im Temperate Room, auch ein bisschen aufgewertet. Mit Anschluss an Hot Rooms, Steam Bath und so weiter. Kann man nichts weiter dazu sagen. Alles auch irgendwo zweckmäßig gehalten. Zweckmäßig natürlich auch geupdatet. Jetzt mal reißt ja nicht alles raus. Und das, was funktioniert, das behält man lieber. Und damit haben wir uns eigentlich einen guten Überblick über die Cabin Class verschafft. Jetzt ist natürlich die Frage, wie fühlen wir uns als Touristenklasse-Passagier auf diesem Schiff auf unserem Weg nach Australien? Auf dem Sonnendeck tatsächlich ein bisschen verarscht, weil man eben hier keinen so guten, ja, Rundgang mehr hat. Normalerweise sollte man ja auf einem Promenadenbereich irgendwie im Kreis gehen können. Das geht jetzt hier nicht mehr. Man hat es ja jetzt hier abgeschottet. Wir haben noch diesen Bereich zur Verfügung, um zu promenieren. Dann müssen wir halt auf dem Absatz kehrt machen, wieder zurücklaufen. Können wir eine U laufen. Oder man quetscht sich hier durch. Oder man geht vielleicht auch hier drauf.
und läuft hier seine Runden. Da gibt es ja auch wieder Liegestühle, Deckspiele, also auch ähnlich wie in der Cabin Class das vorhanden ist. Hier hinten haben wir auch wieder diese typischen Aufbauten, die es schon auf der Olympic später gab. Also es ist ein elektrischer Support hier. Auf der anderen Seite ist irgendwie, was ist denn da auf der anderen Seite? Additional Radio Equipment, genau, das war ja auch wirklich drin, auch schon bei der Olympic. Hier natürlich übernommen, nochmal ein bisschen geupdatet alles, dass das moderner aussieht, was natürlich jetzt den Baustandard in Minecraft betrifft. Aber natürlich auch den Stil so ein bisschen, weil das Schiff eher moderner wirken. Klassisch und modern zur selben Zeit. Ja, und dann kann man hier ein bisschen rumlaufen. Ne? Also Touristenklasse, da müsste man auch gucken, wie viele Passagiere man auf so einem Schiff noch in welcher Klasse transportiert. Ob da alles ausgebucht wäre, naja, wage ich mal zu bezweifeln. Für alle Leute, die Zahlen mögen, wie viele Rettungsboote haben wir hier an Bord? Ich habe hier jetzt Rettungsboote 49 und 47, das wird aber nicht die endgültige Nummerierung sein, das ist eher auf dieser Seite der Fall, 50 und 48. Also 50 Rettungsboote haben wir hier auf diesem Schiff, zuzüglich dann noch Rettungsflößen, 3 pro Stapel und wir haben hier insgesamt 6 Stapel. Das macht, wenn ich mich hier nicht verrechnet habe, 18 Rettungsflöße, die dann da irgendwo rumtreiben. Aber auch nur für die Statistiker unter euch. Tourist Class Entrance, wir können hier natürlich reingehen, ist ja völlig klar. Auch alles ein bisschen moderner gehalten, der Boden neu verlegt, alle Holztäfelungen modern hell gestrichen in hellen Farbtönen. Hier auch Glas eingebaut, einfach um modern zu wirken, in Richtung Art Deco zu gehen. Und dann können wir natürlich hier runterlaufen. Ganz gemütlich und stehen dann irgendwann auf dem A-Deck. Und da haben wir zum einen Zugriff auf hier draußen eine Promenade. Die können wir auch nur im U ablaufen. Da gibt es hier noch eine Absperrung und dann können wir hier... Ja, wir können die nicht mal im U ablaufen. Diesen Durchgang gibt es nicht mehr. Das heißt, hier können wir einfach nur noch draußen ein bisschen rumlaufen und frische Luft schnappen. Es muss reichen. Tourist Class Entrance. Hier steht es nochmal. Ansonsten genießen wir luxuriöses Interieur. Es ist schon trotzdem relativ schick, wie ich finde. Auch diese Möbel sind einfach ein guter Kontrast hier drin. Und dann haben wir, wenn wir gerade von Kontrasten sprechen, den Gentleman's Club. Ehemals Rauchsalon der zweiten Klasse, jetzt quasi eine Art Rauchsalon der Touristenklasse, wobei hier auch Damen gerne mit reinkommen können. Prinzipiell ist es der Gentleman's Club, also wahrscheinlich werden die Damen eher fern bleiben, aber prinzipiell werden sie auch nicht rausgeschmissen. Ja, Täfelung einfach gestrichen in Blau und leichten Türkistönen. Die Säulen hier neu gemacht, schwarz auch, viele Schwarztöne. Das ist ja auch irgendwo immer modern, weil das ist eine Farbe, die kannte man vorher. Jetzt nicht so extrem für Täfelungen zumindest in Schiffen. Fällt mir zumindest jetzt echt nicht viel ein, was irgendwie vor den 20ern oder so also ein schwarzer Täfelung da gewesen sein sollte. Also gerade solche provokativen Farbtöne kommen dann erst später. Hier ist ein Teil auch abgeschnitten, wieder für eine Bar. Kann man sich auch hinsetzen, da kann man auch hier zwischen dieser Bar und dieser hier, dieser äußeren Bar gibt es dann auch eine Durchreiche, da kann man dann quasi den Warenfluss ein bisschen vereinfachen. Die Bar muss natürlich aber trotzdem durch Laufburschen versorgt werden. Da sind irgendwann die Vorräte aus. Dann kommt man hier hinten raus, hier war mal ein Durchgang, der ist jetzt nicht mehr da. Stattdessen stehen wir hier im Aft Staircase der Touristenklasse. In Champagnerfarben gehalten, ja, also auch gediegener Farbton. Nicht zu provokativ, aber auch nicht zu altbacken. Ja. Warum nicht, ne? Gut, das war's auf diesem Deck auch schon wieder mit der Touristenklasse. Dann können wir eigentlich schon wieder ein Deck tiefer gehen. Wir haben dann die Möglichkeit, hier noch ein Deck tiefer zu gehen und uns hier hinzusetzen, dem Klavier zu lauschen, vielleicht auch zu tanzen. Und dann sind wir hier auch schon in der Social Hall der Touristenklasse. Hier haben wir die Möglichkeit, eine Kinovorstellung wahrzunehmen. Das ist immer noch ein Ding hier drin. Hier gibt es immer noch die Leinwand, die man runterkurbeln kann. So wie auch schon auf der Olympic. Wir haben hier natürlich aber auch die Möglichkeit, Bücher auszuleihen oder auch hier drin direkt Bücher zu lesen. Und sonst uns hier irgendwie hinzupflanzen und es da einfach auch gut gehen zu lassen. Die Täfelung ist ziemlich so geblieben, glaube ich, wie auf der Olympic. Also da habe ich jetzt nicht viel gemacht. Hier ist übrigens auch klimatisiert. Also das muss man wieder dazu sagen. Überall mal ein bisschen Ventilatoren auch drin. Manchmal fällt es einem gar nicht mehr auf, weil das so selbstverständlich geworden ist. Und seitlich gibt es hier aber neue Räume, weil ich dachte mir jetzt, okay, wenn wir jetzt hier länger unterwegs sind und die erste Klasse kriegt so viel nettes Zeug, dann muss ich bei der Touristenklasse irgendwas zusätzlich bieten. Deswegen gibt es jetzt hier zusätzliche Cafés, die über diese Pantry versorgt werden, die wir vorhin angesehen haben. Das Boulevard Café
Frag nicht, warum das so heißt. Hier ist wieder so ein Servierbereich zwischen Pantry und dann hier auch Hospital. Hallo? Nur mal, um es mal ganz kurz zu zeigen. Ja, Boulevardcafé. Ich will nicht mal alles als Art Deco bezeichnen, weil na, es gibt noch andere Einflüsse in der Zeit, aber Art Deco angehaucht natürlich. Hier gibt es auch immer noch diese externen Eingänge. Also man kann hier immer noch boarden, auch notfalls, dann kommt man halt im Boulevardcafé an. Warum nicht? Ist auch luxuriös auf jeden Fall. Also mir gefällt der Kontrast auch hier zwischen den einzelnen Materialien. Hier hinten haben wir dann auch einen sehr schönen Kontrast, die Library. Die schließt sich direkt an und ist aber auch noch durch das Aft Staircase begehbar. Pink mit Grün. Liebe Grüße an Philipp. Modern, Bücher hier, alles da, was man braucht. Hier auch eine Ladeluke für Proviant, die dann hier runterführt. Ja. Manchmal muss man das einfach irgendwo noch tolerieren. Na, solche Schiffe sind an manchen Stellen schon sehr eng und der Platz ist knapp bemessen. Hier gibt es einen kleinen Palm Court, aber auch wirklich einen kleinen. Und hier gibt es ein Gourmet-Café. Mit Ausgang nach draußen. Auch netten Farbtönen gehalten. Wenn wir dann keine Lust mehr haben, in ein Café zu gehen oder vielleicht Kaffee und Kuchen hinter uns haben und hier drin vielleicht auch einen Film gesehen haben, dann möchten wir vielleicht irgendwann dinieren. Dann gehen wir einfach ein Deck tiefer, stehen auf dem C-Deck und haben wir einen Dining Saloon. Der hat auch einen neuen Boden bekommen, komplett neues Mobiliar, die Täfelung wurde umgestrichen, und zwar in Gelb- und Weißtöne. Die Decke ist immer noch so bekannt, wie wir es kennen, ne? Aber es gibt hier oben jetzt auch Messingverzierungen. Einfach um es ein bisschen moderner zu gestalten. Und falls wir mal es auf ein Dinner abgesehen haben, das vielleicht etwas exklusiver ist, müssen wir nicht ein Erste-Klasse-Ticket oder Cabin-Class-Ticket buchen, sondern wir kommen auch nicht nur durch den Dining Saloon, sondern natürlich auch von hier oben, auf dem Aft Staircase, aufs C-Deck runter und hier haben wir dann den Canberra Dining Room. Das ist so eine Art à la carte Restaurant für die Touristenklasse. In interessanten Farbtönen gehalten. Mit Azaleen, hier habe ich sie das erste Mal verwendet. Und hier gibt es aber auch ganz gute Küche zu einem netten Aufpreis. Alles bezahlbar. Muss man allerdings auch vorher buchen. Muss man hier einchecken. Was habe ich mit den Kabinen gemacht? Ein bisschen was aufgerüstet. Diese Dinger hier halt über dem Bett immer sind aufgerüstet. Kletterhaken sind teilweise aufgerüstet. Sowas. Oder auch mal Teppiche noch auf die Schränke draufgelegt. Also so kleinere Designelemente. Uns als Touristenklasse gehört natürlich auch noch dieses Assistant Purser's Office, also unser Haupt Purser's Office. Genauso wie unser Staircase hier vorne und dieser Einstieg hier mit den ganzen Möbeln. Und auch noch dieser Bereich, da gibt es einen Barbershop für uns und einen Ladies Hairdresser. Hier gibt es dann Cabin Class. Ja, ne, man kennt diesen Übergang auch, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Und ansonsten haben wir eben sanitäre Einrichtungen und Kabinen. Gehen wir vielleicht hier vorne mal runter. Wir können immer noch tiefer gehen als die Touristenklasse-Passagiere und kommen dann auf dem E-Deck raus, ehemals F-Deck. Ja, da kann man auch sagen, hauptsächlich Kabinen. Von daher gibt es dann hier unten für uns dann noch einen weiteren Bereich, den ich vielleicht mal von Nicht-Bugs hätte befreien sollen, aber das müssen wir jetzt erstmal so schlucken. Nämlich auf dem F-Deck. Das ist was, was man gern vergisst, weil hier unten sind normalerweise alternative Kabinen. Also entweder damals eben für zweite oder dritte Klasse. Hier nicht, sondern auch hier soll der Touristenklasse einiges geboten werden. Deswegen gibt es hier einen Temperate Room, aber auch einen Cooling Room. In verschiedenen Stilen. Einfach um auch Ähnliches anzubieten, wie schon in der Cabin Class. Der Temperate Room hier auch. Electric Baths gibt es hier ebenfalls. Darauf muss man ja auch nicht verzichten, wenn man sich gerne da reinlegt. Dann gibt es noch Shampooing Room. Also es gibt eigentlich so ziemlich alles, was es halt weiter oben für die Cabin Class auch gibt. Dann haben wir hier noch Sitzbereiche, das ist klar. Natürlich aber auch sanitäre Anlagen. Steam Bath gibt es hier noch und Hot Room. Hot Room. Steam Bath. Und hier gibt es dann noch den Splash Pool. Das wird jetzt kein riesen Swimmingpool sein. Hier hinten habe ich einfach im Heck auch nicht so viel Platz, aber ich kann ein kleines Planschbecken einbauen.
Und da sind wir auch schon wieder ziemlich auf der Wasserlinie. Also ihr seht schon, dass sich jetzt langsam das Ende der Touristenklasse anbahnt. Vielleicht gucken wir dann noch kurz in die dritte Klasse rüber. Ich habe gerade kurz überlegen müssen, was denn jetzt hier der höchste Punkt der dritten Klasse ist. Natürlich die Decks, also zum Beispiel auch hier das Poop-Deck. Das kennen wir von der Olympik aber schon, deswegen muss ich mich hierzu nicht äußern, außer dass hier ein bisschen was weg ist. Die dritte Klasse hat jetzt hier wesentlich weniger Sitzmöglichkeiten. Hier ist noch eine kleine Bank aus Nettigkeit. Die anderen wurden aber entfernt, um für diese Rettungsmittel Platz zu machen. Aber dafür haben wir hier unten haufenweise Sitzmöglichkeiten. Das heißt, wenn man hier draußen dann promeniert als dritte Klasse Passagier, und um die Zeit hat man ja auch ein bisschen einen höheren Status auch als dritte Klasse Passagier als noch zum Zeitpunkt 1900. Dann kann man hier trotzdem immer noch gut rumlaufen, hab kein Problem. Und man hat natürlich dann hier den Entrance. Dritte Klasse Entrance, hier auch mit Möbeln ein bisschen aufgewertet. Dann gibt es hier hinten natürlich eine Social Hall für die dritte Klasse in pink gehalten, also auch wieder interessante Farbtöne. Mit komplett neuen Möbeln, Lounge-Sesseln, auch Piano. Das muss schon sein. Ganz kurzer Blick mal zur Steering Engine. Nicht viel getan und tschüss. Und dann haben wir auch was mit Glas gemacht, einfach um das Design ein bisschen aufzuwerten hier oben. Und der Smoke Room ist grün gestrichen. Und sonst aber auch übersichtlich. Na, also dritte Klasse ist immer noch dritte Klasse, aber ein bisschen aufgewertet natürlich schon. Und das ist der höchste Punkt hier. Da kommen wir auch so dann nicht weiter. Das heißt, da müssen wir hier einen Deck tiefer gehen, wenn wir dritte Klasse Passagiere sind. Dann haben wir hier unsere Kabinen. Die wurden dann teilweise mit diesen kleinen Kleiderhaken oder auch diesen Regalen über dem Bett aufgerüstet. Aber auch nur aufgerüstet. Das sind immer noch dritte Klasse Kabinen. Hier geht es dann zur Tourist Class. Da gibt es Kabinen nochmal zusätzlich für die. Hier gibt es für uns aber auch eine Surgery bzw. einen Behandlungsraum mit einem zusätzlichen Warteraum. Und ansonsten können wir hier auch nur weiter tiefer ins Schiff reingehen. Vielleicht zeige ich euch mal ganz kurz das Heck. Ich meine, was erwarten wir hier? Hier oben war die ganze Zeit dritte Klasse. Hier gibt es nochmal ganz kurz Crew Only. Der Bereich wurde, soweit ich weiß, schon auf der Olympik ausgeräumt als zusätzlicher Lagerbereich. Auch für zum Beispiel Rettungswesten. Oder zusätzlicher Frachtraum. Habe ich hier übernommen, weil man braucht jetzt hier nicht noch mehr dritte Klasse Kabinen. Ich denke, da reicht es dann langsam. Und hier haben wir jetzt auch wieder ein, was heißt Novum. Man hat jetzt hier auf der Scotland Road diese durchgehenden Lampen, einfach um auch modern zu wirken, um es besser auszuleuchten. Und das ist natürlich auch schon ein dritte Klasse Bereich, weil die gehen ja hier lang. Die müssen jetzt zu ihrem Speisesaal kommen. Ansonsten haben wir auf der Scotland Road aber natürlich den gewohnten Anblick. Ja, also nicht, dass ihr denkt, hier hat sich jetzt maßgeblich was verändert. Kleine Details hier und da vielleicht, aber nicht so, dass es jetzt ins Auge sticht. Gut, da bin ich schon zu weit. Hier sind wir dann in den Speisesälen der dritten Klasse. Die sind aufgewertet worden mit neuem Boden und auch einer kompletten Holztäfelung. Und auch Holzceiling. Also hier wirklich nochmal Mühe geben, dass die sich hier auch wohlfühlen. Dass die hier auch wirklich gerne essen und dann sagen können, Mensch, das war gar nicht so übel, da in der dritten Klasse zu reisen. Das habe ich auch schon schlechter erlebt. Gut, dann können wir hier wieder hochgehen. Weil die Küche der dritten Klasse, das werden wir alles kennen. Wir gehen weiter nach vorne, das ist immer noch dritte Klasse Bereich, wenn wir Passagiere hier vorfinden, die gehen nämlich auch hier hoch. Und haben dann hier Zugriff auf einen Smoke Room. Und man sieht auch schon, hier sind eine Menge Räume mit großen Fenstern, auch hier drüben gibt es eine Social Hall mit großen Fenstern. Hier sind nochmal große Fenster, das soll einfach so ein bisschen verschiedene Gebäude darstellen. Rein stilistisch halt, ne? Wir gehen mal rein. Smoke Room, Holz vertäfelt auch, eher dunkle Töne, viele verschiedene Möbel wieder, Teppiche, also durchaus ein würdiger Satz für den Platz des Open Spaces hier. Ne? Wir sind hier auf Open Space Niveau, früher war der dritte Klasse Open Space hier. Jetzt haben wir hier einen Smoke Room auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es eine Lounge mit auch modernen Designs, ein bisschen Art Deco angehaucht an manchen Stellen. Und natürlich weiteren Treppen, die nach oben führen. Dann haben wir natürlich hier vor dieser großen Brückenfront auch nochmal einen Promenadenbereich. Und natürlich hier oben drauf auch nochmal. Hier dürfen wir uns als dritte Klasse Passagiere auch aufhalten bis hierhin. Dieses Schild sagt, bitte hier nicht übertreten und dann auf dem Bug rumtanzen. Ansonsten, wenn wir jetzt mal diesen Bereich zurücklassen, hier gibt es dann auch noch eine Bar, da kann man sich auch was zu trinken holen. Die Bar versorgt natürlich aber auch die umliegenden Räume. Das heißt, da kann auch ein Steward mal irgendwo rumstehen und sich was abholen. Ansonsten haben wir natürlich immer noch diese weiteren Bereiche hier unten
von Crew, von dritte Klasse Passagieren. Das sind, glaube ich, auch dritte Klasse Kabinen. Und das hier sowieso. Aber ich denke, das war es auch schon ziemlich. Also ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass ich hier ein Schwimmbad für die dritte Klasse eingebaut habe. So, es gibt es vielleicht auf der Tyranny-Klasse, aber nicht hier. Das gibt das Schiff nicht her. Ja, der Rest sind Kabinen. Von daher, denke ich, können wir es auch gut sein lassen. Ich fliege mal wieder raus. Crew müssen wir jetzt nicht wirklich angucken. Ich habe in den Kesselräumen und im Maschinenraum hier und da ein bisschen was verändert, ein bisschen was vielleicht dazu gebaut, aber da muss man wirklich schon ordentlich bewandert sein, was diese ursprüngliche Olympic-Version angeht, dass man da noch einen Unterschied erkennt, weil natürlich die Maschinenbereiche jetzt zum Update natürlich immer noch attraktiv waren, aber zum kompletten Entkernen und sowas, das ist in so einem Projekt einfach nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich versuche das Zeug immer möglichst so weiter zu betreiben, wie ich es auch gebaut habe, und da gehört natürlich eine komplette Entkernung des Maschinenraums nicht dazu. Das heißt, dieses Schiff ist halt immer noch mit Dampfmaschinen unterwegs. Ist jetzt in den 30ern kein Beinbruch. Die Resolute und Reliance waren da ja auch noch unterwegs und die hatten auch noch dieses Titanic-Arrangement aus zwei Kolbendampfmaschinen und einer Turbine in der Mitte. Das heißt, prinzipiell kann man damit auch weiterfahren, obwohl es natürlich jetzt nicht so extrem effizient ist. Und ansonsten gibt es da aber, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Ich denke aber auf jeden Fall, dass ich die Schiffsschrauben auch nochmal erwähnen sollte. Die haben jetzt vier Blätter, also die wurden, soweit ich weiß, geupdatet, damit es ein bisschen effizienter wird, dass er vielleicht diese 20 Knoten trotz der zusätzlichen Tonnen, die da drauf gekommen sind, immer noch halten kann. Das ist auf jeden Fall erstmal die Scotland. Ich hoffe, ich habe euch hier einigermaßen unterhalten. Wir konnten uns das Schiff einigermaßen gut ansehen. Ich konnte vielleicht ein paar offene Fragen klären. Und man darf sich dann auf jeden Fall auch schon auf den nächsten Rundgang freuen auf der Balearik. Da gibt es auch einiges zu entdecken. Ich kann mich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, Leute.